Ey, was fährt der denn so mittig hier? Sag mal, was ist mit dem nicht richtig? Ey, Busfahrer, sag mal, was ist los mit dir? Warum fährst du so mittig? Was? Nie normal. Ich meine, ey, hast du was getrunken oder so? Das ist nur Mitte Straße. Du musst doch rechts fahren. Ja, ich mach das absichtlich, dass ich hier gerade ein bisschen mittig fahre. Hä? Stopp. Herr Busfahrer, sagen Sie mal, warum fährt denn der Bus manchmal mittig, so über Land? Diese Frage wurde mir tatsächlich gestellt und ich möchte euch das mal in diesem etwas kürzeren Video beantworten. Es ist eigentlich ganz einfach. Also, manchmal ist das so, schöne Straße, zweispurig und rechts und links sind Riesenschlaglöcher und Spurrillen und keine Ahnung. Und ja, jetzt hat man eine schöne Landstraße, man weiß, da ist eigentlich so gut wie nie was los. Und aber die Straße ist eigentlich für ein A. Ah! Und um so ein bisschen fahrgastfreundlich zu fahren, machen es manche Busfahrer, ich erwische mich tatsächlich auch manchmal, so, dass die einfach so ein bisschen mehr mittig fahren und nicht komplett rechts. Weil wenn ja von vorne erstmal eine Zeit lang nichts kommt und die Straße sehr schön und weit einsehbar ist und von hinten ab und zu mal auch mal so ein bisschen hier im Seitenspiegel schaut, ob da was von hinten auch noch ankommt, was vielleicht überholen möchte, dann kann man eigentlich auch mittig fahren, weil jeder kennt es zum Beispiel, wenn er so ein bisschen auf dem Land wohnt, dass wenn man sehr weit rechts fährt, dass es dann immer anfängt so Polter, Ruckel, die Wuppel, und man hat das Gefühl, man springt bis an die Decke. Ja, das sind halt einfach die Schlaglöcher, die dann einfach so entstehen und man hat das auch Gefühl, man sitzt da so geneigt so. Und deswegen machen es viele Busfahrer und Busfahrerinnen einfach so, dass die dementsprechend einfach ein Stück weit mittig fahren. Natürlich, wenn jetzt natürlich wir sehen, dass da hinten ein PKW kommt, ja, das was überholen möchte, ja, dann ziehen wir auch kurz rechts rüber, kein Ding. Also wir machen es ja nicht permanent und dauerhaft. Also wir blockieren ja damit niemanden. Wir wollen auch niemanden damit ärgern. Ach so! Deswegen immer schön dabei den Spiegel beobachten, wenn es dann möglich ist, dann den PKW, der überholen möchte, auch dementsprechend überholen zu lassen. Und ja, man wird ja so ein Stück weit auch geschult, fahrgastfreundlich zu fahren. Für viele Fahrgäste ist es immer so diese Frage, warum macht der das? Warum fährt der denn jetzt mittig? Man muss auch bedenken, wir haben ein sehr großes Fahrzeug. Bei LKWs ist das auch zum Beispiel zum Teil zu beobachten, wenn die zum Beispiel Güter drauf haben oder so, dass die auch relativ mehr links fahren statt rechts. Also ja, also das so, dass die Schlaglöcher, die an der Seite natürlich entstehen durch die harten Winter oder so, weil der Frost bröckelt ja auch den ganzen Asphalt so ein bisschen ein Stück weit auf. Und dann gibt es ja immer so diese tiefen Schlaglöcher. Und ihr werdet die als Fahrgäste spüren, wenn wir uns praktisch nur rechts halten würden. Wenn aber die Möglichkeit doch da ist, spricht eigentlich auch nichts dagegen, auch mal mittig zu fahren. Also solange wir niemanden damit stören, ja, also auch keinen anderen Verkehrsteil, den wir daran jetzt hindern, unser Fahrzeug zu überholen. Außerdem machen wir es ja nicht die ganze strange Landstraße durch. Ne? Also das ist, also man hat ja immer den Verkehr im Überblick. Und es ist für euch Fahrgäste tatsächlich entspannter, wenn der Busfahrer oder die Busfahrerin dementsprechend etwas mehr mittig fährt. Ah, das ist gut zu wissen. Ja, müsst ihr mal drauf achten. Wenn der sehr weit rechts ist, wie ist das so eure Erfahrung? Habt ihr mehr das Gefühl, dass der mehr klappert und rappelt und fast auseinanderfällt, der Bus? Und wenn der dann mehr, ein bisschen mehr mittig fährt oder zumindest etwas weiter weg von den Schlaglöchern in der Straße, dass es dann irgendwie gefühlt ruhiger ist und entspannter ist. Lasst mich das kurz in euren Kommentaren wissen. Bin gespannt auf eure Antworten. Und ich habe ja gesagt, eingangs ist es ein sehr kurzes Video. In dem Sinne, vielen Dank mal wieder fürs Zuschauen. Lasst mir ein Like da, diskutiert, kommentiert mit mir und dann sage ich wieder tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Herr Busfahrer. Ja, jetzt muss ich eh wieder rüber. Jetzt ist es mal ein bisschen huckelig hier, weil kommt da jetzt ein Auto. Jetzt muss ich das Auto überholen lassen. Ja, wo kommt er denn? Da kommt er angefletzt. Ja, das stimmt schon. Irgendwie ist das entspannter, wenn du mit dich fährst. Da hinten, da hat es vorhin ganz schön gepoltert auf der rechten Seite. Ja, da siehst du. Alles nur für euch. Dankeschön, Herr Busfahrer. Jo. Mein Magen geht jetzt auch wieder weitaus besser als da hinten. Ich hatte auch wirklich, ich dachte, ich fliege gleich an die Decke hier. Wir fahren fahrgastfreundlich.